Wir sind hier in Energy World, dem geografischen Zentrum eines neuen Weges der Energiearbeit. Ein Anwesen in Frankreich, 70 Hektar, ein Schloss. Menschen, die hier für Tage, Wochen, Jahre leben. Was sind das für Menschen? Was suchen sie? Was wollen sie? Wir werden in diesem Film einen Einblick in Michael Barnetts Energiearbeit geben. Bitte versuche, wenn du diesen Film siehst, weder zu glauben noch zu verstehen. Beziehe einen Standpunkt der Offenheit. Akzeptiere, dass du hier Bilder sehen wirst, die nicht deinem Schulwissen entsprechen. Geh als Forscher vor. Vielleicht sind wir Lügner. Vielleicht stimmt es doch. Begründer und Lehrer der Energiearbeit ist Michael Barnett. Im Gegensatz zu vielen Lehrern, die sich als Vertreter ihrer Tradition verstehen, begeht und lehrt Michael Barnett den Weg des eigenen Suchens. Nicht des kindischen "Ich mache es selber", sondern eines schrittweisen Erfahrens und Trainierens von vergessenen Fähigkeiten, die wir als Vertreter der Menschheit haben könnten. Wir behaupten, dass du, ich meine dich, fähig bist, Energie als Realität zu erleben. Die Menschen, die du in diesem Film siehst, sind dieser Arbeit zum Teil zum ersten Mal begegnet. Das Filmmaterial wurde an 5-Tage-Gruppen gesammelt, die auch Anfängern offen stehen. Wir wollen dir hier keinen neuen Gott, keine neue Religion verkaufen. Konsumier diesen Film nicht. Die Ausstrahlung eines Kranken ist anders als die Ausstrahlung eines Verliebten. Wenn du dich in deinem Leben ein bisschen beobachtet hast, weißt du, dass etwas in dir spürt, was mit deinem Gegenüber los ist. Würdest du diese Fähigkeiten trainieren, müsstest du immer feinere Energien, Ausstrahlungen erspüren, um so immer bewusster für die feinste Energie, den Geist, die göttliche, die kosmische Energie zu werden. Je mehr du dich dieser Quelle öffnen, nähern würdest, umso mehr müsstest du dich zu einem Menschen entwickeln, den wir als heilig oder erleuchtet bezeichnen. Noch einmal, versuch diesen Film nicht zu verstehen. Etwas in dir kann spüren, dass in diesen Szenen, in diesen Bildern etwas konzentriert da ist. Setze dich für eine Stunde diesem Etwas aus. Vielleicht wirst du dann immer noch nicht verstehen, aber du wirst erlebt haben. What are you looking at me for? It is here. Look here. Here. It is also in here, but you'll never find it in there. You'll never find it in there. There's too much going on in there for you to find it. The secret of the universe is here.
Du bist mit Menschen zusammen, du siehst, wer dir sympathisch ist, du kennst ihre Geschichten, du weißt, wer verheiratet ist, woher sie kommen, was sie arbeiten. Verzichte nun auf diese, deine normalen Informationen. Es gibt etwas in dir, tief in dir, etwas, das fähig ist, diese Menschen in einer anderen, wesentlicheren Ebene zu erkennen. Lass uns diese Ebene, um philosophische Diskussionen zu vermeiden, als energetische Ebene bezeichnen. Diese energetische Ebene wirkt auf dich, nur durch ihr Dasein, unterstützt durch deine Offenheit, ohne Worte, ohne übliche Kontakte. Stell dir vor, irgendwo in Asien sitzt ein Mensch, ein Heiliger in Meditation. Ein Besucher setzt sich vor ihn. Keine Begrüßung, kein Wort, keine Gäste. Nach 10 Minuten geht der Besucher voll von neuer Kraft. Energy work is not intended to get you high, to give you beautiful experiences, to make you see the light, although it might do all those things, but it's not the main intention. The main intention is simply to open up that which has to be authentic. More and more, so that the authenticity that each one of us is bound to practice, if we are true, is going to be firstly a more complete authenticity of yourself, and secondly based on a recognition and a relationship with the environment and world you live in, which is part of what you would do if you're authentic. What you do if you don't know what's going on in the other person authentically is going to be quite different to what you would do if you understand or are in close touch with the other person before you make the statement or the movement or the action. The authenticity is going to change because the authenticity is going to be based on much, much more information. So I'm only interested in bringing more information about the universe, about your fellow beings, about oneself, into the equation of living your life authentically. And that work of living your life authentically, or seeing what is authentic at the moment, is absolutely the work of each and every one person for themselves, and nobody can do it for you. As one becomes more and more in touch with the energies that are all around, the authenticity is bound to become, not because you have the idea in your mind, but because it is a natural effect, it's bound to become more and more harmonious. With the world around you. It's bound to become, because if you are more sensitive to actually what is there, then your response, which is your authenticity, your true response, is obviously going to be taking all this into consideration to feel what is the true movement. So all work is, in a way, whatever it is a kind of opening up to a fuller and fuller appreciation of where we are, what we are, what is going on all around us.
purpose of the body flow is to help towards mending the division between you and the cosmos. What is around the individual energy field is one. So in this, you've, as the one who is centered still in the separation of the individuality, that one doesn't do anything except allow movement to happen. You just get out of the way. And as far as you can, cooperate with what the energy of the cosmos is trying to do, which is to bring you into a reunion with itself. Out of the body flow. All therapy comes from a state of incompletion and a search for completion. But when you reach completion, then that state itself is the ultimate therapy. If you can, in a way, share that, and if you can radiate that, and if you can resonate that, then this is the ultimate therapy, because what it does is to awaken the wholeness of the other individuals without a specific method. Once you're using a method, in a way contained in that method is a certain approach which might be right for the person who is using the method, but may not be right for the people with whom they are using it. I mean, it's not going to be worthless, but it may not be just right. So ultimately I see my work as being moving towards a state of holistic reality for myself, which will bring about the effect of a similar resonance in everybody else, so that each person gets the flavor of their own holism, and then I'm not interfering anymore. That is the goal, that is the direction. Diamant-Yoga ist die westliche Antwort auf das traditionelle Yoga. Wie Bodyflow soll Diamant-Yoga nicht gemacht werden, sondern entstehen. Stell dir vor, du hast den Bodyflow geübt, deine anfängliche Unsicherheit, deine Verspannungen sind weg. Mehr und mehr werden deine Bewegungen fließender, von immer feineren Impulsen gelenkt, immer richtiger. Michael Barnett ist diesen Weg gegangen. Entstanden sind Positionen, Bewegungsfolgen, die wir unter dem Begriff Diamant-Yoga gesammelt haben. Übungen, die auch Anfänger schnell in immer tiefere Meditation führen. Eine Methode, die sich durch dauernde Verfeinerung Schritt um Schritt auf das Ideal zubewegt. Thank you.
Diamant-Yoga-Handbuch, The Song of the Wild Goose, The Arrow of Man, Walking Through Ashes. Michael Barnetts Bücher, zum Teil übersetzt in Deutsch, Dänisch, Italienisch, Holländisch, Kroatisch. Der Versuch eines Menschen, der Zugang zur Energierealität gefunden hat, sich mitzuteilen. Wie denkt ein Mensch mit solchen Erfahrungen? Wie sieht seine Welt aus? Wie du aus der Physik weißt, ziehen sich Körper an. Lass uns behaupten, zwischen Körpern, Lebewesen, findet ein dauernder Energieaustausch statt, auch wenn wir dies nicht bewusst wahrnehmen. Energiearbeit wäre dann der Versuch, diese energetische Kommunikation durch Übungen zu verstärken. Was passiert, wenn trainierte Menschen, echte Meister, Resonanz mit normalen Menschen zulassen? Wir haben solche Begegnungen gefilmt. Entstanden sind Szenen, die in ihrer Intimität erschrecken können. Wenn du nun die folgenden Bilder siehst, versuche nicht zu urteilen. Beobachte dich. Fühle dich. Was passiert mit dir, in dir? Thank you.
schon lange vorher, so bevor ich in die Gruppe kam, oder eigentlich über Jahre, mehr und mehr das Gefühl gehabt, also wie ein Kochtopf zu sein. Ja? Ich habe eine irrsinnige Spannung mit den Zähnen gehabt, über Monate. Und das war mir höchst unangenehm. Und ich wusste nicht, wie ich das wirklich rauskriegen soll. Ich meine, ein bisschen schreien, also man braucht eine ziemliche Ladung, damit es durchbricht. Und ich hatte aber nie, ich meine, wie soll ich im normalen Leben das irgendwie, was mache ich damit? Ne? Ich glaube, das ist das, was den Menschen so Angst macht. Also wenn meine Kräfte hochkommen würden, dann würde ich irgendwie Gewalt. Ja, genau, das denke ich mal. Ich habe es ja selber. Es ist mir ja, weil man ist ja nicht in dem Sinne, also das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Ne? Man weiß ja nicht, was man macht. Komisch, was macht man aber dann nichts Orges in dem Sinn. Aber natürlich hatte ich selber auch, sonst hätte ich ja den Blog vielleicht schon früher. Ich meine, das hat ja lang gedauert, bis das einmal irgendwie durchgebrochen ist. Ne? Gespürt habe ich es schon lang. Das war nachher ein irrsinnig befreiendes Gefühl. Ich hatte dann eigentlich, also zuerst vom Animalischen dann total zum Universum. Also dann war ich so frei und habe das Gefühl, ich bin in so einem unglaublich schönen blauen Raum. Ganz, ganz, also wirklich so, es war eine ungeheuerlich schöne Energie da. Anything that helps anybody towards the transcendence of their ongoing reality is love. Was jemandem hilft, weiterzugehen, ist Liebe. And anything that helps anybody towards the completion beautifully of the level that they are on and have settled on is also love. Was auch immer den Menschen hilft, auf ihrer Ebene vollkommener zu werden, ist auch Liebe. Love is two-handed. Liebe hat zwei Hände. To help somebody complete their life in a beautiful way is to give love to that person. Jemanden dabei zu helfen, sein Leben in einer schönen Weise zu leben, ist Liebe. And to give somebody a lift up onto another level or onto the level that they have lost and forgotten is also absolutely a love offering. Und alles, was jemandem hilft, auf eine weitere Ebene aufzusteigen oder die verlorene wiederzufinden, ist auch Liebe. So there is cosmic love and worldly love. So gibt es kosmische Liebe und weltliche Liebe. But they are not two, they are just one. Sie sind nicht zwei, sie sind eines. Just two hands. Nur zwei Hände. As far as God is concerned, it is just two hands. Was Gott betrifft, sind einfach zwei Hände. From one source. Aus einer Quelle. A caring, a intimacy, a recognition of the game that we're all playing. Eine Fürsorge, eine Unterstützung, eine liebevolle Haltung für das Spiel, das wir spielen. And there is nobody on this earth who is not involved in the game. Und es gibt niemanden auf der Erde, der in dieses Spiel nicht involviert ist. Not even the enlightened being.
is not beyond the game. Nicht einmal das erleuchtete Wesen ist jenseits des Spiels. He or she also has a part to play. Auch er oder sie spielt ihren Teil. And he too or she too is absolutely at one with everybody that he or she is helping along the path. Und er oder sie ist eins mit jedem, dem er hilft auf diesem Weg. That is the point at the end of the journey, when the master and the disciple, the teacher and the student meet beyond the teaching and hug each other and cry together and laugh together. Das ist der Punkt am Ende der Reise, wo der Schüler und der Lehrer sich umarmen und jenseits des Spieles sich befinden. It might be the first time that has ever happened. Es mag das erste Mal sein, dass dies geschieht. But that is a recognition of the humanness of both. Doch ist das eine Anerkennung des Menschseins von beiden. Now I had my difficulties and differences with my great teacher. Ich hatte meine Schwierigkeiten mit meinem großen Lehrer. But undoubtedly, Rajneesh was a man of level 8. Aber ohne Zweifel war Rajneesh ein Mann von Ebene 8. And if when I die and go to see God, then Rajneesh is there, I will first go and have a hug and a dance with him, I'm sure. Und wenn ich sterbe, werde auch ich zuerst zu Rajneesh gehen und einen Tanz und eine Umarmung mit ihm haben. Because he was such an extraordinary being. Einfach weil er so ein außerordentliches Wesen war. And he taught me through my love for him, and he taught me through my conflict with him. Und er lehrte mich über seine Liebe zu ihm und über den Konflikt mit ihm. And I only really left him when I found my own gods and goddesses that were behind me all the time. Und ich verließ ihn erst, als ich meine eigenen Göttinnen und Götter fand, die immer hinter mir waren. But without him, I doubt if I would have been rejoined with them. Aber ich bezweifle, dass ich ohne ihn mit ihnen wirklich verbunden gewesen wäre. Maybe. Vielleicht. But it doesn't matter. Es macht nichts aus. He was just their joy to be with. Es war einfach gut, mit ihm zu sein. Don't deny what is happening. Verleugnet nicht, was geschieht. But recognize it is just a step on the way. Aber erkennt, es ist nur ein Schritt auf dem Weg. To levels beyond levels beyond levels. Auf Ebenen, zu weiteren Ebenen, zu weiteren Ebenen. Think big, not small. Denk groß, nicht klein. Feel yourself big, not small. Fühlt euch selbst groß, nicht klein. Trust that you are the whole universe, somehow. And at the same time, focused here for the moment. Vertraut, dass ihr irgendwie das große Universum seid und im gleichen Moment. Focused here in this moment, in this body, in this event, in this situation. Zentriert hier in diesem Körper, in dieser Situation, in diesem Augenblick. Just a temporary focus. Aber nur ein vorübergehender Fokus. So defocus your focus. Defokussiert euren Fokus. And refocus. Fokussiert euch überall hin.
Hör an. Fühle dich. Fühle Werte. Vergiss alles. Das ist da, das ist vorn, das ist hinten. Sei da, wo du bist. Was ist meine Realität? Was ist meine Wirklichkeit? Keine Zukunft. Alles ist gegangen. Was ist gegangen? Ist gegangen. Nur dieser Moment ist hier. In here, but you'll never find it in there. You'll never find it in there. There's too much going on in there for you to find it. The secret of the universe is here. Think big, not small. Denk groß, nicht klein. Feel yourself big, not small. Fühlt euch selbst groß, nicht klein. Trust that you are the whole universe, somehow. And at the same time, focused here for the moment. Vertraut, dass ihr irgendwie das große Universum seid,